Einen wunderschönen guten Morgen und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht's gemeinsam für Annabelle, Maria und mich ins Tropical Island. Ich freue mich riesig. Ich war seit Ewigkeiten nicht mehr dort. Einmal als Kind, aber daran kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Wir fahren heute dorthin, erstellen geilen Content-Videos, machen Fotos, haben einfach Spaß heute zusammen. Und genau, ich bin jetzt auf dem Weg zu Annabelle und Maria und dann fahren wir gemeinsam mit ihrem Auto dorthin. Wir fahren so circa 2 Stunden und dann sind wir kurz nach Eröffnung da. Und ja, mal schauen, wie lange wir es dort aushalten, kräftemäßig. Aber ich freue mich riesig und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Vlog. Let's go! Again. Wir fahren jetzt nur noch 1 Stunde, wir haben schon 1 Stunde geschafft und wir freuen uns riesig auf den Tag, sind gespannt. Es wird geil. Es wird richtig geil, Mega. Wir haben richtig Bock, wir werden ganz viele Bilder machen, Videos und ja, die ganze Wasserwelt, Landschaft dort erkunden. Ja. Ich bin auch gespannt, wie die Rutschen so sind. Ja. Damals war ich ja als Kind schon einmal da, wart ihr schon mal dort? Ja, wir sind damals die Rutschen gerutscht, die eigentlich erst ab 15 war, wir waren erst 11. Uns ist erst danach aufgefallen, aber ja, die war krass. Ich dachte, ich sterbe in der Rutsche, weil so viel Wasser aber eigentlich nicht gekommen ist. Aber heute werden wir sie doch mal rutschen. Ich bin gespannt, freue mich drauf und ja, ich werde euch mitnehmen. Wie heftig groß ist das bitte? Also ich wusste ja, dass das groß ist, aber so groß, das ist ja wirklich riesig. Was schätzt ihr, wie hoch das ist? Boah, 100 Meter? Ja, ich würde schon fast 200 sagen. Also das ist ja echt, Alter, crazy. Wir sind jetzt da, woo. Wir sind richtig gut gefahren, 2 Stunden, mega. Gegessen. Ich trinke eben noch meinen Cappuccino und dann machen wir die ersten Bilder und Videos und genießen den Tag. Die Sonne scheint auch hier rein, das sieht so geil aus, einfach wie im Urlaub. Und so viele Menschen sind hier gar nicht. Ich dachte, es ist viel voller, also es ist mega entspannt hier und ja, so Leute, das ist das Influencer-Leben. Hier werden ganz, ganz viele TikToks gedreht. Und es wird schon fleißig geübt für GNTM dieses Jahr. Wir wollen uns ja alle 3 bewerben und mal schauen, vielleicht klappt's. So Freunde, jetzt wird gerutscht. Ich habe schon die Unterwasserhülle an meinem Handy, weil ich will unbedingt filmen, wenn wir jetzt rutschen. Bin mal gespannt und wir freuen uns. Wird geil. Auf jeden Fall gibt es hier 3 Rutschen. Eine rote, eine blaue, richtig steile und eine gelbe. Die rote ist glaube ich eine Reifenrutsche, aber wir werden jetzt erstmal die normale rutschen. Und dann mal sehen. Damals mit 10% bin ich auf Gefühl fast erstickt und deswegen bin ich schon ein bisschen traumatisiert. Ja, also wir rutschen jetzt die blaue Rutsche, die steile Rutsche hier. Also mal schauen, wir haben schon ein bisschen Bammel und Angst, aber was soll schon schief gehen, ne? Scheiße! Warte, jetzt! Ich hab so Angst! Thank you.
So, wir sind jetzt nach den Rutschen hier in dem großen Becken. Ist mega warm hier und das erinnert auch einfach an den Urlaub, gerade der Hintergrund. Und hier ist auch Sand. Und wir haben jetzt richtig schöne Bilder und auch so ein cooles Slow-Motion-Video gedreht, wo wir so unter Wasser hochgekommen sind. Und ja, gleich gibt es für uns Mittagessen und dann wollen wir noch zu dem Amazonas-Reich, oder? Das, Amazonas. Das schauen wir uns auch nochmal an. Genau, das ist der Plan und dann mal schauen, was wir noch machen. So, wir haben jetzt lecker Mittag gegessen. Jetzt geht's in den Bereich Amazonas. Hier sieht es schon sehr nach Amazonas aus und mal schauen, was uns erwartet. Wir haben überhaupt keine Ahnung. Aber es sieht richtig, richtig schön aus. Werde ich euch auf jeden Fall jetzt zeigen. Also so wie es aussieht, ist das ein Außenbereich. Da kann man rausschwimmen oder direkt hier rausgehen. Ich weiß noch gar nicht, wie kalt oder warm es draußen ist. Oh. Ich glaube, war schon kälter als... Also ich schätze 15 Grad vielleicht, aber die Sonne scheint, sieht mega geil aus. Leider ist dieser Whitewater River da gesperrt wegen Sanierungsarbeiten, aber sonst sieht es richtig schön aus. Hier seht ihr nochmal das Tropical Island von außen, das ist einfach so, so riesig, crazy. So, wir sind jetzt wieder draußen, die Haare sind noch etwas nass, aber das Wetter ist gut. Lassen wir einfach Luft trocknen. Und Annabelle Maria haben mir jetzt hier ihren Lava Bar geschenkt, den habe ich probiert, der schmeckt so, so geil, der ist von Iron Max. Und ja, das war auch schon unser Tag. Hier im Tropical Island. Es war richtig, richtig schön. Wir sind jetzt auch echt Knüller. Und das war es dann auch schon mit diesem YouTube-Vlog. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abonniert unsere beiden Kanäle. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns spätestens im nächsten YouTube-Video wieder. Ciao. Ciao.